Meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung. Ich begrüße Sie sehr herzlich im Namen des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege. Da flitzen noch die Letzten zu ihren Plätzen. Das ist ganz wunderbar. Ich habe heute Morgen schon von einigen gehört, ach, da habe ich schon gesehen und da habe ich schon gesehen. Das ist für manche auch so ein bisschen wie ein Klassentreffen, glaube ich, gell? Also man trifft alte, bekannte Gesichter und das ist ganz wunderbar, denn das Künstlerhaus hier in München ist ja eine ehemalige Vereinsstätte Münchner Künstler, ein Ort der Kultur und der Begegnung. Umso schöner, dass wir heute hier alle zusammenkommen. Herzlich willkommen, mein Name ist Melita Wahlam. Einige stutzen vielleicht ganz kurz. Eigentlich hätte diese Veranstaltung eine Kollegin moderieren sollen, die Sibylle Giel. Die haben Sie vielleicht auch auf den Flyern gesehen vom Fachtag. Die Frau Giel leider kurzfristig erkrankt, deswegen bin ich schwupps eingesprungen und Sie haben heute mit mir das Vergnügen. Ich bin selber auch Moderatorin beim Radio, beim Bayerischen Rundfunk, wie die Frau Giel. Bin aber nicht bei der 2, sondern bei der 1, bei Bayern 1 und öfter auch mal für das Gesundheitsministerium zugange und freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Also die Hütte ist fast voll. Es trudeln immer noch einige ein, denn es gab ein bisschen Probleme heute mit dem Münchner Nah- und Fernverkehr. Aber gut, das ist ja jetzt... Möchte jetzt nichts sagen. Mein Gott, möchte nichts sagen. Schön, dass Sie es alle hierher geschafft haben aus ganz Bayern und herzlich willkommen auch an Sie alle zu Hause an den Bildschirmen oder besser gesagt an den Arbeitsstätten, denn diese Veranstaltung heute, der komplette Fachtag, wird gestreamt. Es ist der 8. Fachtag Demenz, der findet ja traditionell immer nach der Bayerischen Demenzwoche statt. Da waren einige von Ihnen vielleicht auch rege unterwegs. War dieses Jahr ein voller Erfolg, also über 1000 Veranstaltungen, sonst waren es immer so 600 im Schnitt. Von daher hoffen wir, dass wir von diesem Erfolg ein bisschen was mitnehmen können hier in den Fachtag, denn von den Anmeldungen her sind wir auch da wirklich gut dabei. Und Vertreter aus ganz Bayern haben wir wirklich und darüber hinaus viele von der Diakonie zum Beispiel, Pflegedienste, Seniorenzentren, ambulante Krankenpflege, Pflegestützpunkte, Hospizverein, um nur ein paar zu nennen wirklich, aber auch Yogaschule und Jonglierschule. Finde ich klasse. Also Sie alle, die Sie heute hier sind, beschäftigen sich mit dem Thema Demenz. Es geht heute um die Potenziale nicht medikamentöser Interventionen. Wir werden fragen, was können diese Methoden, diese Ansätze, diese Therapien, wo können Sie ansetzen und was können Sie vor allen Dingen leisten? Und Sie wissen das alle am allerbesten, das Thema Demenz ist aktuell wie nie und wird uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten immens beschäftigen, alleine durch den demografischen Wandel und natürlich dann auch durch den Fachkräftemangel in der Pflege. Bei allem, was Sie heute hier kennenlernen, wird es immer um eines gehen, nämlich um das Leben von Demenzkranken zu verbessern, ihre Lebensqualität zu steigern, wenn irgendwie möglich. Wir werden am Vormittag starten mit zwei Vorträgen. Professor Johannes Levin von der LMU München, wir freuen uns sehr, dass wir Sie dafür gewinnen worden, konnten. Wir sind gespannt auf Ihren Impulsvortrag, um mal gleich ein bisschen Druck zu machen hier. Ne? Frau Dr. Sarah Kohl wird uns das Decide-Projekt vorstellen. Das wird gefördert vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege und macht sich ja für einen besonnenen Umgang, nennen wir es mal so, für Menschen mit Demenz stark, die sedierende Medikamente bekommen. Auch darauf sind wir sehr gespannt. Und am Nachmittag zeigen wir Ihnen dann viele Beispiele aus der Praxis, aus unterschiedlichen Behandlungssettings. Da werden Sie einiges kennenlernen. Manches wird Ihnen vielleicht bekannt vorkommen und manches wird vielleicht für Sie auch neu sein. Puh, jetzt habe ich schon ganz schön viel geredet, gell? Falls Sie übrigens möchten, ich sehe gerade da oben kommen noch Nachzügler, herzlich willkommen auch auf der Galerie. Auch diese Möglichkeit gibt es hier im Künstlerhaus München. Wie sitzt man eigentlich da oben? Ist auch nicht schlecht, gell? So wie im Theater so ein bisschen. Ja? Klasse, wunderbar. Hauptsache, Sie fühlen sich wohl. Ich würde sagen, wir legen gleich los. Sie haben es ja auch mitbekommen, vor einer guten Woche in Bayern waren Landtagswahlen. Die meisten von Ihnen haben hoffentlich gewählt, egal was, aber Hauptsache, Sie haben gewählt. Deswegen kann er heute natürlich nicht mehr persönlich da sein, denn er ist jetzt der Staatsminister AD. Aber die Themen Gesundheit und Pflege waren ihm wirklich immer eine Herzensangelegenheit. Und deswegen freuen wir uns, dass er diesen Fachtag ja offiziell noch eröffnen kann mit einem Videogrußwort, unser Staatsminister AD Klaus Holleczek. Bitte sehr. Grüß Gott, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr über das große Interesse am 8. Bayerischen Fachtag Demenz.
Die Veranstaltung ist ein prima Forum, um innovative Ansätze und Projekte vorzustellen. Und sie fördern den fachlichen Austausch. Sie alle wissen, mit unserer Bayerischen Demenzstrategie wollen wir die Lebensqualität von Menschen mit Demenz sowie ihrer Angehörigen verbessern. Die Ursachen der häufigsten Demenzformen sind bisher nicht behandelbar und auch nicht heilbar. Deshalb ist es umso wichtiger, Einfluss auf einzelne Symptome, die Alltagskompetenz und somit auf das Wohlbefinden von Betroffenen zu nehmen. Hier können unterschiedliche nicht-medikamentöse Ansätze einen wichtigen Beitrag leisten. Außerdem machen viele der Therapieansätze den Patientinnen und Patienten auch Freude. Der heutige Fachtag gibt Ihnen Gelegenheit, verschiedene solche Interventionsansätze für Menschen mit Demenz kennenzulernen. Herzlichen Dank an alle Beteiligten und Mitwirkenden heute für Ihr Engagement. Ich wünsche Ihnen einen fruchtbaren Austausch und viele gute Gespräche. Ja, da darf man auch mal klatschen, auch wenn er jetzt quasi nur aus der Kiste kommt, gell? Aber das war sozusagen sein, ja, glaube ich, auch letztes Video-Grußwort, das ich jetzt so von ihm mitbekomme.